Natürlich ist auch die IDM Sidecar hier bei der 6. Saisonstation auf dem Schleizer Dreieck vertreten und wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, welche Videos es noch gibt für Sie zur Orientierung. Die sehen es eingeblendet und jetzt schauen wir uns noch ganz schnell die Strecke an. Dieser Naturrennkurs, unweit von Schleiz gelegen, 3,805 Kilometer lang, 14 Kurven, 44 Meter Höhenunterschied und durchschnittlich nur 10 Meter breit, also etwas schmaler als die anderen Rennstrecken im letzten Jahr. Markus Schlosser und Thomas Hofer erfolgreich vor Kurt Hock und Enrico Becker sowie Zimmermann Ziegler. Die kamen auf Rang 3 und jetzt schauen wir uns, bevor wir zum Rennen kommen, erstmal ein bisschen die Technik an. Kurt Hock hat mal das Gespann gelüftet. So, nachdem der Kurt nur die Verkleidung abgenommen hat und mal gezeigt hat, wie es drunter aussieht, kam der Louis Christen dazu, der Konstrukteur vieler dieser Fahrgestelle, und wird nun den Zuschauern näher bringen, was es mit der Konstruktion genau auf sich hat. Hallo. Die modernen Fahrzeuge unterscheiden sich ja doch um einiges von Fahrzeugen früherer Generationen. Das hat ja damit zu tun, dass einerseits ein Reglement sich auch ändert, andererseits die Technik sich ändert, vor allem auch die Reifen. Da gibt es heute Reifen, die sehen total anders aus, als es früher mal war. Das alles benutzt man natürlich an Möglichkeiten, um ein heute konkurrenzfähiges Fahrzeug zu machen. Wesentlich, wenn man das jetzt anschaut, ist, dass das Chassis total anders aussieht, als es früher mal üblich war. Es ist ein Chassis, ein sogenanntes Monocoque-Chassis. Das aus Aluminiumblechen in Kastenform zusammengenietet werden als Rückgrat. Das wichtigste Teil des Fahrzeugs darstellen. An diesem sehr leichten, aus 1,2 mm dicken Alublechen genieteten Chassis werden die Räder, Motor, Wasserkühler, Tank, alles was es braucht, dass ein Fahrzeug fährt, befestigt. Was man auch sieht, ist, dass der Motor hier gleich vorm Hinterrad platziert ist und der Fahrer vor dem Motor kniet, Auspuffanlage unter dem Fahrer nach vorne weggeht. Das hat riesige Platzvorteile gebracht, indem das alles sehr kompakt ist, Schwerpunkt so tief wie möglich ist. Aus reglementarischen Gründen muss der Lenker da beim Vorderrad direkt angeordnet sein. Aber damit es eine optimale Lenkgeometrie gibt, hat man Lenkgestänge dazwischen mit verschiedenen Umlenkungen, verschiedene Lenkhebel, die da geometrisch alle eine Bedeutung haben. Und so funktioniert das dann schlussendlich. Über diese Hebel lenkt es da vorne am Vorderrad, das an einem sogenannten Achsschenkel befestigt ist. Ähnliches Prinzip, wie es auch bei einem Rennwagen ist. Was einfach eine optimale Radgeometrie ergibt, dass diese flachen, breiten Reifen möglichst guten Kontakt am Boden haben. Weil hier neigt sich das Motorrad nicht in die Kurve rein, wie es ja beim Solo-Motorrad üblich ist. Die haben entsprechende Reifenprofile. Hier bleibt das Motorrad nach Möglichkeit flach am Boden. Und deswegen auch diese flachen Reifen, die natürlich auch in der Kurve dann möglichst flach am Boden aufliegen sollen. Hinterrad, ähnliches Prinzip. Auch befestigt mit einem sogenannten Radträger über Querlenker, Längslenker, wo die Kette gespannt wird. Federung geht über dieses Umlenksystem ins Chassis rein. Da gibt es Möglichkeiten, um das noch zu beeinflussen. Stoßdämpfer kann eingestellt werden, Feder kann gespannt werden, eingestellt werden. Hier kann die Geometrie, der Radsturz, eingestellt werden aufgrund der Reifentemperaturen, die man möglichst optimal
versucht hinzukriegen, damit der Gummiabrieb gleichmäßig ist einerseits und andererseits eben die Haftung möglichst optimal gewährleistet ist. Da die Bremszange, eine große Bremszange, wie es bei Autos, Rennwagen üblich ist. Bremsscheibe, große innen belüftete Bremsscheibe. Das sind Teile, die sind doch wesentlich kräftiger als beim Solomotorrad, weil man eben bedingt durch diese großen Reifen auch mehr Bremsleistung übertragen kann. Kettenritzel, gewohnt wie es beim Motorrad ist, kann man übersetzen, verschiedene Kettenblätter montieren. Weiters Tank, den man hier noch gar nicht sieht. Der Tank ist da drin, in dem Bereich vom Chassis. So hier ist ein sogenannter Sicherheitstank aus Kunststoff drin, aus einer gummiartigen Hülle. Ähnlich wie es beim Rennwagen vorgeschrieben ist, wie es beim Formel 1 vorgeschrieben ist. Hat den riesen Vorteil, dass in der Regel bei allen möglichen Unfällen, die wir schon erlebt haben, noch nie Probleme gab mit Tank, die defekt gingen oder sogar Feuer. Dann hat es Schaum drin, wie das heute üblich ist, damit das Benzin nicht rumschwappt und eben im Notfall auch nicht so einfach ausfließen könnte. Bremsanlage ist auch etwas Spezielles beim Gespann. In der Regel bremst der Fahrer nur mit dem Fuß, ohne eine Handbremse. Hier sieht man gar nichts, weil man hier gleichzeitig auf alle Räder bremst. Das ist ein Vorteil, das weiß man jetzt heute, dass man mit einer Bremsbetätigung, das heißt am Fuß, die dann auf alle Räder gleichzeitig wirkt, die optimale Bremse hat. Wichtig ist, dass man die Bremskraft zwischen Vorderrad und Hinterrad individuell verstellen kann. Das geschieht über dieses Hebelsystem. Da vorne kann der Fahrer das beeinflussen, indem er die Kraft mehr nach vorne gibt oder mehr nach hinten gibt. Das hängt ab vom Zustand der Reifen, hängt ab auch vielleicht vom Tank, Benzinstand, vor allem aber auch vom Wetter. Wenn es nass ist, ist die Bremse natürlich ganz anders zu optimieren als bei Trockenreifen, bei Slick auf trockener Straße. Wasserkühlung. Der Kühler ist hier vor dem Beifahrer angeordnet, da drunter. Kühlluft tritt hier rein, zum Teil hier oben aus oder dann hier hinten raus. Also sehr direkt, wie das durchströmt wird. Wir können mit relativ kleinen Kühlern, da diese doch entsprechend der Leistung große Hitze, die da bei 200 PS etwa anfallen, ohne weiteres kühlen. Es ist auch ein Ölkühler angebracht, ist auch sehr wichtig. Das ist so relativ einfaches, aber doch sehr wirksames System. Weiter außen dann Beiwagenrad. Kann man sich ja vorstellen, wie das aussieht. Das ist aber starr montiert am Chassis, keine Federung. Das hat man jetzt auch aus Erfahrung gesehen, dass das die beste Lösung ist. Immer ein Kompromiss am Fahrzeug. Federung hätte irgendwann auch Vorteile, aber im Allgemeinen ist es ohne Federung das schnellere Fahrzeug. Beiwagenrad kann man auch einstellen, man kann Sturz einstellen, die gesamte Geometrie einstellen, auch die Position vorne nach hinten schieben, je nach Rennstrecke, sicher auch je nachdem, wie vielleicht der Beifahrer arbeitet oder auch je nach Gewichten von Fahrer, Beifahrer, alles das kann man da berücksichtigen und noch arbeiten damit, um das auf die jeweilige Strecke optimal abstimmen zu können. Das Ziel ist generell, Schwerpunkt tief zu haben, ausgewogene Gewichtsverteilung, gute Radhaftung. Das ist meine Aufgabe.
Louis, vielen Dank für die ausführliche Ausführung. Ich glaube, jetzt hat es auch jeder Zuschauer zu Hause verstanden, was ein Renngespann ist. Abschließend kann ich eigentlich nur noch hinzufügen, dass wir im Reglement stehend an 1000 Kubikzentimeter Stockmotor fahren müssen. Das heißt also absolut Standard und Serie. Er darf nur im Bereich Auspuffanlage und Ansaugtrakt verändert werden. Ansonsten muss alles serienmäßig sein. Da bewegen wir uns dann in einem Leistungsbereich von 180 bis 200 PS, je nachdem, was Standard angeboten wird. Ja, und viel mehr können wir im Moment zum Gespann nicht sagen. Ja, das Gewicht vielleicht noch, ja. Gewicht, das Gesamtgewicht von so einem Fahrzeug ist bei 225 Kilo, muss es haben. Wir hätten es natürlich gerne ein bisschen leichter, wäre auch leichter zu bauen, mit Sicherheit. Aber wir nehmen auch die paar Kilo mehr gerne in Kauf, weil die der Sicherheit zugutekommen. Man kann die ein oder andere Strebe etwas stärker auslegen, sodass nicht gleich immer irgendwas abwischt. Und dann kann man davon ausgehen, dass so ein Fahrzeug ein Kampfgewicht hat, wenn beide Fahrer und Beifahrer drauf sind, von 375 Kilo bei einer Leistung von 180 bis 200 PS. Also ist das eine ganz gute Kilo-PS-Zahl, die da rauskommt. Und damit gehen wir rein in die Startaufstellung. Pekka Päivärinder und Adolf Henny, die konnten sich die Bestzeit holen, 1:30.487 und damit eine Sekunde schneller als die Zweitplatzierten, als Kurt Hock und Enrico Becker hier im Training, 1:31.534, 1,047 Sekunden zurück im Training. Trotzdem, sie sind in der Gesamtwertung vorne und das ergibt hier einen spannenden Kampf. Mike Roscher und Sven Polchow auf Position 3, also ebenfalls in der ersten Reihe, 2,714, allerdings schon ihr Rückstand hier auf dem Schleizer Naturrennkurs. Trotzdem, die beiden mit dem BMW-Gespann sind guter Dinge, dass das hier wieder klappt mit einem Podestplatz. Robert Zimmermann und Mike Ziegler auf Position 4, 2,809 Sekunden schon zurück und dann eigentlich auf Rang 5 Michael Grabmüller und Axel Kölsch. Warum die nicht dort stehen, kommen wir später drauf. Jetzt erstmal die nachrücken, Jakob Rutz und Uli Wäfler, die hier auf Position 5 in der Startaufstellung, wären eigentlich im Training Sechste gewesen. Dahinter dann Stefan Kieser und Sandro Micheletto, die beiden, und eigentlich braucht man ja zwei zum Seitenwagen fahren. Und wo ist der zweite Mann? Also bisher nur Stefan Kieser zu sehen, jetzt Sandro Micheletto. Er hat sich nochmal die Beine vertreten. Dann haben wir als nächstes in der Startaufstellung Uwe Görg und Manuel Eckert, die beiden mit der Startnummer 18. Sie haben schon 5,933 Sekunden Rückstand gehabt im Training. Und damit schauen wir nochmal rein in die Startaufstellung. Pekka Päivärinder und Adolf Henny ganz vorne, dann Kurt Hock und Enrico Becker auf Position 2, Zimmermann Ziegler auf der 3. In Reihe 2 dann Grabmüller Kölsch, eigentlich gewesen, sind allerdings hier gar nicht angetreten, deswegen alle eine Position nach vorne gerutscht. Also Roger Polchow auf 4 in der Startaufstellung, dann Kieser Micheletto, Sattler Trautner und Uwe Görg und Manuel Eckert, die ebenfalls hier mit dabei in den ersten drei Startreihen. Und damit kann es losgehen. Insgesamt sind hier in diesem Rennen, während wir auf den Start schauen, wer kommt am besten weg? 16 Runden angesetzt und am besten kommen weg Kurt Hock und Enrico Becker. Also, die können hier gleich mal einen Blitzstart hinlegen, schieben sich da vorbei an Pekka Päivärinder und Adolf Henny. Und auf Position 3, da haben wir schon Uwe Görg und Manuel Eckert gesehen, die da also ebenfalls blitzartig nach vorne gekommen sind. Kieser, Micheletto, die sind ein bisschen zurückgefallen, werden wir auch gleich ausgangs der ersten Runde hier nochmal im Bild sehen. Dann die Attacke von Pekka Päivärinder gegen Kurt Hock. Das hat funktioniert und damit Führungswechsel hier bei der IDM Sidecar am Ende der ersten Runde. Roscher Polchow auf Position 3 gelegen, dann Zimmermann Ziegler, Görg Eckert, dahinter dann Sattler, Trautner und Rutz. Wäfler, das ist die Reihenfolge. Attacke hier von Kurt Hock und Enrico Becker, das hat funktioniert. Übernehmen also vorerst mal wieder die Führung. Hier haben wir es im Bild. Sattler Trautner, Rutz Wäfler, Eilers, Brudlik, dann haben wir Purchard und auch Pichler gesehen. Die 17, das ist Brüchet, die 41, Chris Baird und unser Damenteam mit der 49, das ist Sophia Kirchhoff
Hofer und Anna Burkhardt. Auch die sind hier mit dabei. Also hier in der zweiten Runde, da sind sie alle relativ gut durchgekommen und wir hatten gesehen, Kisa Micheletto richtig weit zurückgefallen, beziehungsweise hier gar nicht mehr mit dabei gewesen, genau wie Ruppert. Und rund um die Strecke rote Flaggen. Wir sehen das hier im Bild und das heißt letzten Endes Rennabbruch. Da kamen sich Christian Ruppert und Stefan Kieser ins Gehege und da ist der Seitenwagen von Christian Ruppert richtig weit ins Feld geflogen und deswegen musste abgebrochen werden. Jetzt der Neustart. Wer kommt wieder am besten weg? Natürlich das Gespann mit der 2. Kurt Hock und Enrico Becker wieder an Pekka Päivärinder und Adolf Henny vorbeigegangen. Roscher auf der 3. Position, Görg Eckert auf der 4. Dann haben wir Rutz Wäfler, Zimmermann Ziegler, Eilers, Purchard und Sattler Trautner, die da noch hier in den vorderen Positionen mit dabei waren. Das Feld ist ein bisschen geschrumpft, auch die Rundenzahl. Es sind nur noch 12 Runden hier zu fahren in diesem Rennen. Und am Ende der ersten Runde das gewohnte Bild. Wieder Führungswechsel, Pekka Päivärinder wieder vorbei an Kurt Hock und Enrico Becker. Auf Position 3 dann Roger Polchow. Allerdings auch da schon eine kleine Lücke. Und das ist eigentlich in diesem Rennen auch wieder von Beginn an zu erwarten gewesen, dass sich da wieder große Lücken auftun zwischen den einzelnen Gespannen. Wir sehen es hier zwischen Roscher und Zimmermann auch schon eine große Lücke. Dann Görg Eckert, Rutz Wäfler, Sattler Trautner, Purchard, dann Eilers, Pichler, Boucher mit der Startnummer 17, dann Chris Baird, dann haben wir die 16, das ist Wodka und dann unser Damenteam Sophia Kirchhofer und Anna Burkhardt, die hier als Gaststarter mit dabei waren am Schleizer Dreieck. Insgesamt ja hier bei diesem Seitenwagenrennen sind 19 beim ersten Start an die Startlinie gerollt. Beim zweiten Start waren es dann nur noch 17, weil eben Christian Ruppert und auch Stefan Kieser hier nicht mehr mit antreten konnten. Lukas Bernhard, der Beifahrer von Christian Ruppert, der hatte sich da auch ein bisschen heftiger verletzt, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, lag da bis Montag, ist dann allerdings verlegt worden nach Frankfurt und da ist es alles letzten Endes zum Glück halb so wild. Also bei den Seitenwagen, wenn es da kracht, dann hält man automatisch schon mal die Luft an, weil das kann auch durchaus mal böse ausgehen. Hier war es einfach nur ein bisschen viel Gedränge ausgangs der Buchübelkurve. Da sind sie sich ins Gehege gekommen und dann letzten Endes ist das Sidecar von Christian Ruppert über den Beifahrer drüber geflogen. Also er sagt, er weiß eigentlich nichts mehr, außer dass dieses Sidecar dann irgendwann mal über ihm war. Ja, und dann ist es dunkel geworden bei ihm und letzten Endes musste er also ins Krankenhaus. Trotzdem, Entwarnung, nichts wirklich Schlimmes passiert. Für Stefan Kieser und Sandro Micheletto das Rennen allerdings damit auch beendet. Rutz Wäfler, Görg Eckert, Sattler Trautner, das ist die Reihenfolge hinter der Spitze, also im Kampf um Position 5, Eilers hier weiterhin vor Pichler. Und wir wollen nochmal ganz kurz auf das Thema Michael Grabmüller und Axel Kölsch eingehen. Ihr LCR Kawasaki Gespann, ja, das muckt in letzter Zeit doch relativ häufig. Wir hatten das ja schon am Salzburgring, da kamen sie auch nicht wirklich weit in der ersten Runde, dort mit einem technischen Defekt ausgeschieden und auch hier im Training sind sie 14 Runden gefahren, im Vergleich dazu Rutz Wäfler beispielsweise 31 Runden gefahren oder auch die Spitze 22, 26, 29, 24 Runden. Das war so das Übliche und die beiden, also Michael Grabmüller und Axel Kölsch, die kamen gerade mal 14 Runden weit und dann gab es einen kapitalen Motorschaden und da ja ein Motor schon kaputt war, ist man nur mit einem Motor hier nach Schleiz gefahren und der hat sich dann nun unglücklicherweise auch noch verabschiedet und deshalb konnten sie hier zum Rennen nicht antreten, sind schon am Samstag heimgefahren, also die hatten die Nase gestrichen voll. Purchard hatten wir hier im Bild gehabt auf Position 8 ist das im Moment und die sind da also auch wieder in den Top 10 Rängen vertreten, das Schweizer Gespann Olivier Purchard und Priska Purchard. Ganz vorne war es eine eindeutige Angelegenheit. Sie sehen das schon vom Vorsprung her. Also das sind gute 7 Sekunden ungefähr Vorsprung für Pekka Päivärinder und Adolf Henny. Dann wieder eine große Lücke zu den drittplatzierten Mike Roscher und Sven Polchow. Und dahinter wieder eine Riesenlücke zu Robert Zimmermann und Mike Ziegler. Und hier haben wir mal den kompletten Vorsprung der beiden.
im Bild auf Jakob Rutz und Uli Wefler. Dahinter dann allerdings nicht ganz so eine große Lücke. Hin zu Sattler Trautner und auch Georg Eckert sind da durchaus noch in Schlagdistanz. Und bei Sattler Trautner, bei Josef Sattler und Stefan Trautner vom Polizeisportverein Wels, da wissen wir ja auch, auch da gibt es in dieser Saison viele, viele Probleme, immer wieder Ausfälle. Und ja, hier im Rennen sind sie im Moment aber mal in einer guten Position, auf Position 6 im Moment. Das ist also doch eine gute Angelegenheit. Hier wieder unser Damenteam mit der 49, waren ja auch im Rahmen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft hier in Schleiz mit am Start gewesen und hatten sich da also doch teuer verkauft. Waren da zwar nicht direkt im WM-Lauf mit dabei, aber im Rahmenprogramm und haben da für viel Furore gesorgt. Hier wieder die beiden gelben Gespanne, Rutz und Sattler. Und hier Manuel Eckert und Uwe Görg, die beiden. Und das Duell hier zwischen Dieter Eilers und Michael Brudlik im Gespann gegen das Gespann von Bernhard Pichler und Manfred Wechselberger mit der 4, das österreichische Gespann. Also ein bisschen schade, dass es da gleich zu Beginn diesen Unfall gab und deshalb das Feld doch ein bisschen dezimiert wurde. Die Überrundungen begannen dann also auch in Runde 8, also nach 7 Runden. Das ist eigentlich so das große Manko, was die Seitenwagen in diesem Jahr haben. Da gibt es zwar vorne Pekka Palverander und Adolf Henny mit dem Gespann mit der 44 und die 2 Kurt Hock und Enrico Becker, aber ansonsten kommt eigentlich niemand in Frage, der mal ein Rennen gewinnen könnte. Und in letzter Zeit, das muss man auch sagen, war es zwischen Palverander und Kurt Hock auch immer nicht unbedingt spannend gewesen. Und ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, bei den beiden, bei Josef Sattler und Stefan Trautner, da ist der Frust groß. Schon wieder ein Ausfall, man hatte sich gedreht gehabt und letzten Endes ja, wollte dann auch die Technik nicht mehr so richtig. Also da hat man es irgendwo mal wieder ein bisschen übertrieben. Da waren sie aggressiv unterwegs gewesen, etwas zu aggressiv. Und danach ja, kam auch der technikbedingte Ausfall hier in diesem Rennen. Vorne an der Spitze, denen war es natürlich egal. Und Mike Roscher und Sven Polschow, die kämpfen ja in der Gesamtwertung um Position 3 gegen Robert Zimmermann und Mike Ziegler, die wir hier ins Bild fahren sehen. Also das ist noch das große Duell. Und Pekka Palverander und Kurt Hock, da geht es um den Gesamtsieg in der IDM Sidecar 2011. Wenn das alles jetzt hier so endet in Schleiz und wenn das dann alles ja, letzten Endes in den letzten beiden Rennen auch wieder so wird, dann haben wir Punktgleichheit. Und das würde allerdings heißen, dass Pekka Palverander und Adolf Henny im Moment mal dann die Nase vorne hätten. Wie gesagt, wenn das Rennen hier so ausgeht, wie es jetzt gerade ist, dann sind es noch 10 Punkte Vorsprung für Kurt Hock und Enrico Becker auf diese beiden hier. Und dann haben wir noch 2 Rennen. Das heißt, sie können auch maximal 5 Punkte gut machen, wenn sie immer so in der Reihenfolge ins Ziel kommen. Und dann wäre es eben nach dem letzten Lauf in Hockenheim Punktgleichheit. Also das ist noch eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Kurt Hock und Enrico Becker, die haben gesagt, wir beschäftigen uns damit noch nicht. Es sind noch 2 Rennen zu fahren und deshalb ist da doch noch eine Menge möglich. Wir müssen ja einfach nur irgendwann mal vor den beiden ins Ziel kommen. Aber das wird natürlich ganz, ganz schwierig. In der 11. von 12 Runden sind wir, also wir sind schon in den letzten beiden Umläufen hier. 7,61 Kilometer sind es damit also nur noch für die beiden Führenden und natürlich auch für Kurt Hock und Enrico Becker, die hier in den Überrundungen stecken. Und zwar gegen Thilo Wotzka und Enrico Roig. Das hat aber gut funktioniert. Oben Richtung Buchübel. Die hatten nach hinten hin genug Luft und der Vogel, er wollte sich auch mal anschauen, wie das bei den Seitenwagen hier so abläuft. Also der kreiste da, ja, gute 2-3 Minuten direkt über der Anfahrt zum Buchhübel und war da also auch sehr, sehr interessiert, genau wie die anderen 32.500 Zuschauer. Und das ist ja das Besondere in Schleiz, die blieben alle bis
nach dem Seitenwagenrennen, also die Seitenwagen hier in Schleiz mit großer Tradition. Die 17, das ist Christian Brüchier mit Frederik Brüchier im Boot und hier Zimmermann Ziegler an Sophia Kirchhofer, ebenfalls vorbeigegangen bei der Überrundung. Und jetzt warten wir auf die Sieger. Da hinten kommen sie, ausgangs der letzten Schikane vor Start und Ziel. Und damit fahren sie über die Ziellinie, holen sich den nächsten Sieg und sind damit bei 120 Punkten angelangt in dieser Saison in der IDM Sidecar. Glückwunsch an Pekka Peiverenda und Adolf Henny zu diesem Sieg hier auf dem Schleizer Dreieck. Waren ja schon im Rahmen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft hier erfolgreich gewesen und sind als Gesamtführende hier wieder abgereist auf oder aus Schleiz vom Schleizer Dreieck. Die beiden mit dem nächsten souveränen Sieg und Position 2 ging an Kurt Rock und Enrico Becker. Die haben wir jetzt hier nochmal im Bild. Und Rang 3, den sicherte sich Mike Roscher und Sven Polchow. Wir haben es jetzt auch nochmal in der Übersicht. Hier also nochmal das Bild. Zimmermann Ziegler auf der 4, Rutz Wäfler auf der 5, Uwe Gürk, Manuel Eckert auf der 6, Olivier Porchardt mit Priska Porchardt auf der 7, Bernhard Pichler, Manfred Wechselberger auf Position 8, Dieter Eilers, Michael Brudlik auf der 9, Wotzka Reuk, 10. Dann haben wir Brüchier, Bert, Kirchhofer, Kroft und Spekler. Und in der Gesamtwertung sieht es weiterhin gut aus für Kurt Hock und Enrico Becker. Die 10 Punkte vor Pekka Peiverenda und Adolf Henny. Auf Position 3 jetzt Roscher, vor Zimmermann, Gürk, Grabmüller, Kieser, Purchard, Rutz, Eilers, Pichler, Kretzer, Wotzka, Brüchier und auf 16 Sattler.